Mein Name ist Stefanie. Ich arbeite im strategischen Facility Management im Headquarter in Weinfelden. Facility Management bedeutet das Betreiben von Gebäuden, nachdem die Gebäude gebaut wurden. Und da geht es darum, dass man die Filiale oder auch die Logistikzentren immer bereithält, dass sie gut betrieben werden können. Das heißt, wir sind verantwortlich fürs technische FM, für Wartungen, Instandhaltungen, das ganze Störmanagement und auch alles, was sich um Kosten dreht. Zum einen braucht man sehr gutes Organisationstalent, um mit den vielseitigen Aufgaben fertig zu werden. Des Weiteren muss man verhandlungssicher sein, dadurch, dass man schweizweite Rahmenverträge verhandelt mit vielen verschiedenen Dienstleistern und Lieferanten. Außerdem braucht es auch eine starke analytische Fähigkeit, um sich in komplexe Aufgabengebiete reinzudenken und auch die Kosten zu analysieren, Kennzahlengespräche, Kostengespräche zu führen. Und nebenbei auch noch ein sehr ausgeprägtes, einen ausgeprägten Teamgeist, da nur zusammen die Aufgaben geschafft werden können. Mich fasziniert die Vielseitigkeit, dass man wirklich bei so vielen Gebieten arbeiten kann und auch innovativ neue Lösungen oder Projekte vorantreiben kann. Warum Lidl? Einfach, weil es ein sehr innovatives, junges Unternehmen ist mit guten Aufstiegsmöglichkeiten. Ich hatte viele Kollegen, die auch im Bachelorstudium bei Lidl gearbeitet haben und da hatte ich schon die ersten Erfahrungen und bin nach meinem Bachelorstudium dann auch zu Lidl Schweiz gekommen. Bei Lidl sieht man ganz klare Entwicklungsmöglichkeiten. Man sieht, die Organisationsstruktur ist sehr dynamisch. Man sieht wirklich, wenn man weiterkommen möchte, wird man gefördert. Ja, da ist es sehr persönlich und individuell. Das Immo-Team bei Lidl ist sehr jung und dynamisch aufgestellt. Gerade im Facility Management sind sehr viele Frauen bei uns im Team. Da ist die Stimmung auf jeden Fall super. Unser Bereichsleiter ist auch sehr jung. Das heißt, er ist auf jeden Fall offen für Innovation, neue Lösungen, neue Projekte. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es gibt jährliche Entwicklungsgespräche mit den Vorgesetzten, wo entschieden wird, wie der weitere Plan laufen wird. Lidl hat auf jeden Fall Zukunft, gerade in der heutigen Zeit, wo wir inmitten der Digitalisierung stehen. Und da ist Lidl ganz vorne mit dabei.